Hi Freunde und willkommen zurück zu Part 3 meiner englischen Dark Romance Bücher und damit auch dem finalen Teil. Und Freunde, ich würde sagen, wir starten auch direkt, denn es sind wieder zwei komplett volle Regalbretter und ich habe sehr viele dieser Bücher schon gelesen und ich habe sehr viel zu sagen. So, let's go. Beginnen wir auch direkt mit all meinen Büchern von Sadie Kincaid, Freunde. Ich habe ein paar. Und Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt mit der Ryan Rule, also ich nenne sie Ryan Rule Ryan Brothers Reihe, aber sie ist eigentlich die New York Ruthless Reihe. Und Freunde, when I tell you, diese Reihe ist eine komplette 5 von 5 für mich, okay? Weil es ist Reverse Harem und Freunde, falls ihr euch daran erinnert, ich habe doch früher oder basically jetzt immer noch nach Büchern gesucht, wo die Protagonistin Jessie oder Jessica heißt, also basically so wie ich, okay? Und ich habe unglaublich lange gesucht und ihr habt mir so viel empfohlen, aber diese Reihe hatte mir noch nie jemand empfohlen. Ich habe noch nie was von dieser Reihe gehört gehabt und auf einmal sehe ich die random abends, ich scroll durch TikTok und ich sehe Passagen von, ich glaube, dem ersten Buch, okay? Und ich war so, wait, heißt sie Jessie oder der Typ, weil manchmal heißen ja auch die Typen Jess oder Jessie. Und ich habe so lange weitergelesen und auf ihrer Seite, also von, ich glaube, das war sogar Sadie Kincaid, geguckt gehabt, ob das das Mädchen ist. Und es war das Mädchen und sie ist auch Russin, Freunde. Und sie ist Hackerin. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe diese Reihe so geliebt. By the way, Freunde, irgendwie haben heute meine Haare absolut gar keinen Bock, richtig zu liegen. Deswegen ignorieren wir einfach meine kompletten Haare heute, okay? They're just non-existent. Ist egal. Auf jeden Fall, Freunde, mich haben sehr, sehr viele von euch angeschrieben gehabt, dass ihr die diskreten Cover auf Amazon nicht finden könnt. Und ihr könnt ganz einfach, wenn ihr zum Beispiel jetzt, Ryan Rule ist der erste Teil, by the way, den Name und halt Sadie Kincaid, die Autorin, eingeben solltet, kommt das Buch mit dem richtigen Cover raus, also nicht mit dem diskreten Cover. Wenn ihr dann aber auf die Autorin, also Sadie Kincaid, klickt und dann durch ihre ganzen Bücher scrollt, kommen die am Ende raus, also die diskreten Cover zu all den Büchern, die ich habe, weil ich habe von ihr nur the discreet covers. Und Freunde, wenn ich euch sage, diese Bücher sind wirklich the smuttiest, spiciest books I have. Also ohne Witz, ich werde auch oft diesbezüglich gefragt, was so wirklich die spiciest books sind. Die ich habe, die hier. Wenn ich euch ehrlich sage, Leute, in jedem Kapitel, außer vielleicht in den Kapiteln, wo die gerade so richtig Action haben und so richtig so the thrill is going on, einfach, es ist halt Mafia Dark Romance, so there is a little bit of action. Und ich finde auch tatsächlich die Storyline im Hintergrund und die Geheimnisse, Twists and Turns, echt richtig gut. Aber es sind auf jeden Fall the spiciest books I own, ohne Witz. Und an alle, die das lesen wollen, ist es ja Reverse Harem und es geht um die gesamten Ryan Brothers, also die heißt mit Nachnamen Ryan. Und Connor, yes, for me, it's always gonna be Connor. Okay, machen wir weiter mit der Chicago Ruthless Serie. Es ist einmal Dante, das ist der erste Teil. Und Dante ist der ältere Bruder von Joey, erstens. Zweitens, das Buch ist Kidnapped Romance, Taken as Debt. Es ist, I don't know, just the guys, es hat bad hero moments, he's obsessed, okay, it's just, das Mädchen ist ganz schön provokativ und so, I don't know, it's just, it was really good. Ich habe das unglaublich gemocht, Leute. Ich habe auch bei diesem Buch so unglaublich viele Passagen auf TikTok gesehen. Allgemein zu den Büchern von Sadie Kincaid, alles auf TikTok. Leute, alles auf TikTok ist einfach unglaublich gewesen. Das Buch war auch unglaublich. Ich habe das so gemocht. Und dann im zweiten Buch geht es um Joey. Und Joey ist die kleine Schwester von Dante. Man bekommt halt schon alles, also sehr, sehr viel von ihr im ersten Buch, also von Dante, mit. Jetzt, also in ihrem Buch, geht es um sie und ihren Bodyguard. Und ihr Bodyguard ist nicht nur ihr Bodyguard, sondern auch der beste Freund, Kindheitsfreund von Dante. Und seinem Bruder. Es sind drei Geschwister. Das dritte Buch wird dann um Lorenzo gehen. Und ich sag euch ehrlich, ich freue mich auch unglaublich auf das dritte Buch, weil in den ersten beiden Teilen bekommt man so viel von ihm mit. Und das ist der älteste Bruder. Und allgemein sein Leben. Und I don't know, just I, ich weiß einfach, I'm literally gonna cry so much, weil es wird unglaublich traurig werden. Aber ich bin sehr gespannt auf den Character Development vom dritten Teil dann, also von Lorenzo, von dem gesamten Buch und seine, ich weiß nicht, seine ganzen Entwicklung auch. Aber Joey, Freunde, das Buch war so unglaublich gut. By the way, sie heißt nicht wirklich Joey, sie nennt sich selber nur Joey, sie heißt eigentlich ganz anders, aber das wird alles erklärt im Buch. Die Tension zwischen denen beide war wirklich unglaublich, ohne Witz. Vor allem, weil Max, also Love Interest, ist ja der beste Freund, wirklich seit der Kindheit. Der beste Freund von Dante und basically ein Teil der Familie, okay? Die kennen sich schon seit mehreren Jahren. Und er ist auch viel älter als sie. Und I don't know, so the thrill of it. Und es geht sehr, sehr schnell im Buch los. Also ohne Witz, es geht sehr, sehr schnell zwischen den beiden. Aber, I don't know, I really liked it. I really liked it. Und der Typ,
Okay. Machen wir weiter mit vier weiteren Büchern von Sadie Kitcat, die ich aber noch nicht gelesen habe. Und zwar ist das die L.A. Ruthless-Reihe. Das ist einmal der erste Teil Fierce King, Fierce Queen, Fierce Betrayal und Fierce Obsession. Okay, das klingt unglaublich. Das ist auch eine Reihe, Leute, bei der ich basically, ich sag das glaube ich, ich habe das bis jetzt in jedem Video gesagt, wo ich meine Bücher zeige, TikTok-Passagen sind das A und O bei mir, was Bücherauswahl angeht. Also ohne Witz, they're just my favorite thing ever. Und spicy, really good, the thrill, the action, alles unglaublich. Ich bin sehr gespannt darauf, vor allem, weil es ist halt Sadie Kitcat und bis jetzt hat mich kein einziges Buch in irgendeiner Art und Weise enttäuscht. I loved every single one of them so sehr, Leute. Die waren unglaublich. Von, ich weiß nicht, the smart, the storyline, the book, also the man, okay? The love interest, just perfect. Diese Reihe hier von Sierra Simone. Freunde, ich habe bis jetzt nur den ersten Teil gelesen und der hat mich komplett umgehauen. Also ohne Witz, es ist einmal Priest, dann Sinner und Saint. Und als erstens, die Bücher sehen wirklich unglaublich schön aus. Ich liebe es. Und Freunde, die sind unglaublich spicy, okay? They're really spicy. Sehr kontrovers, okay? Sehr kontrovers. Because it's literally a priest who goes against everything he believes in. Ich weiß nicht. Es ist auch irgendwie so a little bit corrupted. Checkt ihr, was ich meine? Also, they both get a little bit corrupted. Ich habe es wirklich sehr gemocht. Also der erste Teil war wirklich unglaublich. Ich habe bis jetzt schon sehr viel über die nächsten beiden Teile gesehen und gehört. Also gehört im Sinne von Hörbücher, weil die Leute lieben diese Bücher auf TikTok und posten die Hörbücher zu denen. Und Leute, okay. Machen wir weiter mit der Never After-Reihe von Emily McIntyre. Und Freunde, ich habe bei dieser Reihe schon drei Bücher gelesen. Das Ding ist aber nur, ich habe den zweiten Teil nicht mehr, und zwar Scarred. Es ist nämlich Wretched, Scarred, Hooked, Twisted und Crossed. Und ich habe den zweiten Teil nicht mehr, weil der war erstens viel größer als diese Bücher. Ich hatte den irgendwie damals geholt gehabt von einem komplett anderen Verlag und der war auch viel, viel teurer als die Bücher. Und der hat einfach nicht mehr dazu gepasst. Und als ich das Buch dann gelesen hatte und gemerkt habe, dass mir das Buch gar nicht so sehr gefällt, habe ich gesagt, okay, ich glaube, das Buch muss zurückgeschickt werden. Habe ich das auch zurückgeschickt und mir dann auch nie in dem Format wieder geholt gehabt, weil ich weiß, ich habe das Buch einfach auch nicht so sehr gemocht. Also der zweite Teil war für mich so unglaublich vorhersehbar. Ich weiß nicht, ich wusste einfach direkt, wo ich das Buch schon angefangen habe und die ersten paar Kapitel gelesen hatte, wusste ich schon, okay, das und das wird passieren, das und das wird so und so sein. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Dann habe ich so ein bisschen weitergelesen gehabt und dann habe ich viel übersprungen, weil ich einfach schon wusste, was passiert. Habe da und da weitergelesen, habe gemerkt, okay, es ist genauso, wie ich es wusste, habe das Ende gelesen, dann war ich so, okay, basically everything, I called everything. Okay, der erste Teil, Wretched, war unglaublich gut. Hooked, meine ich. War unglaublich gut. Es geht um, also sie, die Protagonistin, und ihr Vater ist der Feind von The Love Interest. Versteht ihr, was ich meine? Also Hooked war für mich bis jetzt das beste Buch der Never After Series. Ich habe aber die letzten beiden Bücher, also Twisted und Crossed, noch nicht gelesen. Ich habe aber auch sehr, sehr viel von, also über Twisted gehört, dass das richtig gut sein soll. Wir werden sehen. Das, ich habe sehr gemocht. The Thriller wird dieses, wir dürfen nicht, aber we really want to. Und I don't know, it just was really good. Und die Geheimnisse, ja. Yeah. Machen wir weiter mit dem dritten Teil, und zwar Wretched. Und das Buch ist Heavy Secret Identity. Also und vor allem von beiden, also von beiden Protagonisten. Ne? Die, also der Protagonist, also der Typ ein bisschen mehr, würde ich sagen, aber das Mädchen auch, weil er weiß auch nicht richtig Bescheid und sie erst recht nicht. Das ist crazy. Und dann die letzten beiden Bücher, und zwar Twisted und Crossed, Freunde. Wie gesagt, die habe ich noch nicht gelesen, aber sehr viel zum Beispiel über Twisted schon gehört und gesehen und mir wurde viel berichtet und ich bin sehr gespannt auf dieses Buch. Und by the way, die gesamte Reihe, also jedes Buch für sich, ist also von einem Märchen inspiriert. Hier machen wir jetzt weiter mit ein paar Büchern, die ich soweit alle noch nicht gelesen habe, aber I'm really eager to read all of them. Das ist einmal Hunting the Prince von Miranda J. Fox. Das sieht so aus, Freunde. I don't know. Oh, das ist sogar deutsch. Oh, dann steht das ja ganz falsch. Well, warum stand das dann da drin? Das muss zu deutsch. Haben wir ein deutsches Buch? Hunting the Prince, Freunde. Machen wir aber weiter mit einem englischen. Das ist Sweet Cruelty von Zoe Blake. Freunde, ich sag's nochmal, all diese Bücher sind von TikTok inspired. Ohne Witz. Also,
It's about obsessed men, as you can see. It's about obsessed men. Es ist sehr dünn. Das feiere ich richtig. Das sind immer so richtig schnelle Reads. Oh, es geht um einen Dimitri. Is he Russian? Twisted Devotion. Freunde, also von Poppy St. John. Ich habe so viel auf TikTok über dieses Buch gesehen. Und es soll richtig twisty, dark, dark sein. Und really smutty, aber so, so heavy, so richtig so dark smutty. Okay, you know, it's, I don't know. Alles, was ich gelesen habe, war so... Twisted Game von Ava Ashwood. Freunde, diese gesamte Reihe ist einfach... Also es ist Reverse Harem und es geht um Russians. I don't know, wie ich das noch nicht gelesen habe, tatsächlich. Ich will das eigentlich diesen Monat echt lesen. I was the girl no one looked at twice until they saw me. Truth or Kill von A.C. Kramer. Leute, es sieht sehr schön aus. Ich liebe das. Dieses Schwarz und Gold, it just looks so pretty. Und dann dieses, oh, I just love it, it's so pretty. It's like a dark college elite type of book. Spicy. Und also es geht so, I don't know, just so twisty. There are games being played about people dying. The pretty little pawn isn't supposed to be here, sagt der Typ. She's unique, not one of them. A potential prize I may take for myself. Okay. Dann haben wir hier Innocent Kitten von S.H. Rocks, Part 1 of the Kitten Series. Dieses Buch ist... Oh, das ist auch deutsch. Hä? Warum stehen die beim Englischen? Ich glaube, man merkt, wie voll meine Regale sind, wenn sogar schon Deutsche bei Englischen stehen. Ich muss ehrlich umbauen, aufbauen... Erweitern muss ich. Okay, machen wir aber weiter. Und zwar einmal mit Dead Sick Love von Jess Key Hall. Freunde, ich wollte das Buch unbedingt lesen, ne? Weil der Typ, also der Protagonist, sehr, sehr oft mit Mr. Zaid Madaus in Vergleich gesetzt wird. Und ich war immer so, wait. Vor allem, weil voll oft gesagt wird, der Typ soll krasser sein, okay? Arrow, der Typ soll krasser sein wie Zaid. Und ich war so, wait. I guess in a way that is possible, but it's not gonna be on the same level. Checkt ihr, was ich meine? Weil Zaid hat diesen Charme, okay? There's just something about him. Aero was just psycho, okay? He was crazy. Ich habe das Buch gelesen. Ich habe es sehr gemacht. Es hat tatsächlich für mich etwas länger gedauert, das Buch zu lesen, weil es war schon sehr heavy geschrieben. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich so richtig reingekommen bin. Vor allem auch mit diesen ganzen Relations unter den Charakteren und so. War es schon ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Im Endeffekt, es war sehr, sehr gut. Es war sehr kontrovers. Es war sehr kontrovers. It's about, they literally go against the whole Christian church and everything. Gotteslästerung ist wirklich stark betrieben in dem Buch. Weiß jetzt auch nicht wirklich, wie ich das alles so setzen soll, weil ich habe das jetzt nicht so sehr gemocht in dem Buch. Man versteht aber den kompletten Kontext und warum und wie und so. Aber viele Sachen waren für mich so ein bisschen, I don't really like that. Aber wenn ich mir das jetzt zum Beispiel wegdenken würde, das sind ja wirklich so ein, zwei kleine Dinge gewesen, die mir nicht gefallen haben, war das Buch sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Der Typ ist fucking psycho, okay? Und he is obsessed. Er fängt an als Stalker. I don't know, es war crazy. From Blood and Ash von Jennifer L. Armentrout. Freunde, sie kommt by the way, also sie ist auch beim Hugendubel Bookstock Festival dabei und eigentlich will ich das lesen, ne? Bis zum Bookstock Festival. We will see, ich bin sehr gespannt, Freunde. I really don't know. Wicked Lessons von Siggy Shade. Freunde, dieses Buch ist einfach, es ist nicht nur Dark Romance, es ist einfach Dark Romance Student Teacher und she's obsessed with him and sie will alles versuchen, damit er ihr gehört, okay? She really wants to do, like... She really tries to do everything, even blackmail him, to make him hers. Check this, meine. Es ist, I don't know, crazy. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin aber sehr gespannt, wie es sein wird. I don't know, really twisty, secret-y, also eine Menge Secrets, Geheimnisse und... I don't know. Brutal Intentions von Lilith Vincent. Freunde, ich habe das Buch gelesen und ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe auf Reader und Goodreads und so, by the way, alles unten verlinkt, 2,5 Sterne, wenn nicht sogar 2 Sterne gegeben. Ich weiß nicht warum, aber der Typ, also es ist Age Gap Romance und he's basically married to the love interest's mother.
Deswegen kann man sich bestimmt vorstellen, es soll echt halt wirklich so ein Herumschleichen werden und so, wir dürfen nicht und so geheimnisvoll alles, aber it wasn't. It wasn't, okay? Die waren, vor allem der Typ, der war so just forward und irgendwie in so vielen Aspekten fand ich den auch eklig, weil the way he talked and acted und das alles, was er so gedacht hat und so, I don't know, just wasn't really boyfriend material. Aber sein Character Development, muss man ehrlich sagen, war richtig, richtig gut. Also im Endeffekt, das Buch war schon gut, es war ein süßer Zwischenread, ich meine, es ist ganz schön kurz gewesen, aber at the end of the day, it wasn't really, da, es gab so viel Potenzial, aber irgendwie machen wir weiter mit dem Meant-to-be-Duett von Simran, habe ich noch nicht gelesen, aber Leute, wie wunderschön sind die Bücher, das Ding ist, Freunde, richtig komisch, das erste Buch, so denn, das zweite Buch, so ein Batzen, also wirklich Buch 1 und 2 sind wirklich, man hätte 3 Bücher machen können. Kommen wir jetzt zu der Perfectly Imperfect Series von Neva Altay. Freunde, ich schwärme und werde immer über diese Reihe schwärmen. Es ist für mich ebenfalls eine komplette 5 von 5. Es sind bis jetzt 7 Bücher draußen und ich meine, ihr seht, die sind schon ziemlich dünn und die sind alle so basically. Und Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, ich liebe jedes einzelne Buch. Und in den ganzen Büchern geht es jeweils um 2 andere Protagonisten. Also es geht nie um dieselben, es gibt immer andere. Und auch die Tropes unterscheiden sich, genauso wie die Protagonisten. Die sind alle für sich sehr individuell, also sehr eigen. Und das fand ich sehr, sehr gut. Obwohl in sehr vielen Büchern dieselben Dinge passieren, wie zum Beispiel Forced Marriage, Arranged Marriage oder halt so Kidnapped and Stuff, Bad Hero Romance. There is literally in dieser Reihe alle, es gibt alles, es gibt wirklich alles. Egal was ihr wollt, es gibt alles. Man kann die Reihe oder halt die Bücher, soweit ich weiß, unabhängig voneinander lesen. Ne? Aber ich sag euch ehrlich, empfehle ich nicht, weil man lernt sehr viele der Charaktere, die jetzt in den letzten Büchern gekommen sind, in den ersten schon mal so ein bisschen kennen. Also man bekommt so eine kleine Introduction zu deren Charakteren und wie die Protagonisten in den Büchern diese Charaktere sehen. Und dann hat man schon so ein Gefühl so, okay, is he going to be the aggressive type or just so einfach so closed off? Also, I don't know. Really good. Ich muss euch ehrlich sagen, ich glaube wirklich, diese Reihe ist 50-50 russische Mafia und italienische Mafia, weil es gibt sehr viele russische Protagonisten, also die Typen, und sehr viele italienische. Ich muss euch sagen, mein Lieblingsbuch und damit auch mein Lieblingsprotagonist und die Protagonistin, wirklich die ganze Story, the character developments, allgemein, the book boyfriend, husband, whatever, ist das zweite Buch, und zwar Broken Whispers. Mikhail, wie auch immer ihn man aussprechen mag oder wie es richtig ist. Oh my god, I just love him. Ohne Witz, er ist unglaublich zu seiner Frau. Und he was obsessed before they even so officially met und so. It was really, really good. Also ohne Witz, ich habe es so geliebt und ich bin immer noch so traurig, dass es so kurz war. Weil all diese Bücher, müsst ihr euch vorstellen, wirklich alle 7 Bücher habe ich just in one go gelesen. An einem Tag angefangen und durch. Und ab jetzt kommen tatsächlich nur noch Bücher von Rena Kent und die erste Reihe ist die Royal Elite Series von ihr. Die hat 7 Bücher und ich glaube 8. Ich meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Weil das erste Buch irgendwie keine Nummer hat. Also es ist normalerweise, also es ist das erste Buch. Man liest das als erstes, das ist Cruel King. Und dann fängt es tatsächlich an mit Deviant King und da steht halt auch wirklich Buch 1 drauf. Aber es ist halt wie gesagt die Royal Elite Series. Und ich bin unglaublich gespannt, was diese Reihe angeht, weil Rena Kent Bücher, alle Bücher, die ich bis jetzt gelesen habe, waren wirklich unglaublich. Ich habe, glaube ich, 7 gelesen bis jetzt. All of them. Just Chef's Kiss. Ich liebe ihre Bücher so sehr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie genau diese Reihe heißt und auch in welcher Reihenfolge man diese lesen sollte. Das Ding ist aber, es sind alles Standalones. Also man kann die gesamte Empire Series, ich nenne sie jetzt mal Empire Series, weil die alle mit Empire anfangen. Es ist Empire of Desire, of Hate, of Sin und of Lust. Ich habe bis jetzt nur of Lust gelesen. Erstens, Leute, wie wunderschön sehen eigentlich ihre diskreten Cover aus, ohne Witz. Ich liebe es so, so sehr. Er steht in ihren Büchern drinnen und auch auf Amazon, wenn man die auf Amazon bestellt, dass man die als Standalones lesen kann, aber auch als Reihe, weil ich habe jetzt zum Beispiel Empire of Lust gelesen. Ich glaube, das ist das vierte Buch. Ich bin mir nicht sicher. Und da geht es um, also sind 2 Charaktere, Side Characters, die ich glaube, in einer dieser Bücher Haupt-, also Protagonisten sind. Irgendwie so war's.
Und ich habe hier Empire of Lust von ihr gelesen. Und Freunde, wenn ich euch sage, es ist mit Abstand eines der besten Enemies to Lovers Bücher, die ich jemals gelesen habe, dann meine ich das auch so. Also es war wirklich unglaublich. Ich habe es regelrecht verschlungen. Und der Typ, unglaublich. Deren ganze Geschichte, just unbelievable. Wie gesagt, es geht jetzt komplett weiter mit den Büchern von Rena Kent. Und da haben wir hier einmal das Thorns Duet. Das ist einmal Red Thorns und Black Thorns. A bad turn into a disaster, a bad turn into a nightmare. Okay, das Ding ist, Freunde, ihre, wirklich alle Bücher, die sie jemals geschrieben hat, alle ihre, ich glaube, 30 bis 35 Bücher, die sie jemals geschrieben haben, haben alle komplett eine Reading Order. Also ohne Witz, alle Bücher, ich habe keine Ahnung, warum man diese beiden Bücher liest und vor allem auch, über wen es geht. Das Einzige, was ich halt mit weiß, ist, dass man die nicht alle nacheinander lesen muss. Also man muss nicht all ihre 30 Bücher nach deren Reihenfolge auf ihrer Webseite lesen. Man kann auch die Duets und die Serien basically unabhängig voneinander lesen, aber die spielen halt wirklich alle in einem Universum. Different generations, but everything is just one whole universe. Das heißt, es gibt viele Charaktere, Side-Characters von da, Hauptcharaktere von da, die halt in vielen Büchern dann auftauchen werden. Ist aber, glaube ich, nicht schlimm, wenn man die halt zuvor nicht kennt. Glaube ich aber. Soweit ich weiß. Und dann haben wir hier noch All the Truths und All the Lies. Ich weiß auch nicht, in welche Reihenfolge diese beiden fallen und um wen es geht. Ich sage euch ehrlich, I really don't know. Kommen wir aber jetzt zu einer meiner absoluten Lieblingsbuchserien, und zwar die Deception-Trilogie von Miss Rena Kent. Freunde, was Dark Romance angeht, diese Reihe hat mich einfach komplett kaputt gemacht. Also ohne Witz, ich lag auf dem Boden. I was baffled, okay? It literally threw me on the ground. Ohne Witz, ich weiß gar nicht, was ich zu dieser Reihe sagen soll. Ich war durch und durch geschockt. Ich habe keine Worte gerade. Weil ihr müsst euch mal vorstellen, diese Bücher waren für mich so unglaublich manipulativ und die Twists und Turns und Geheimnisse und Cliffhanger waren alle so unglaublich bodenlos. Vor allem in den Büchern selbst. In den Büchern selbst. Und also für den Leser ist das so unglaublich manipulativ. Erstens all das, was in den Büchern abgeht und dann, wie das alles so portrayed wurde für den Leser, was alles passiert, war so krass, weil ich habe wirklich, vor allem im Laufe des ersten Buches und das zweite Buch war, also das zweite Buch ist Tempted by Deception, by the way, geht es komplett um deren Bergstory, okay? Der Cliffhanger im ersten Buch war so bodenlos, dass man unbedingt erfahren will, wie es weitergeht. Aber im zweiten Buch kommt erstmal richtig, richtig dicke deren komplette Story, also wie die sich kennengelernt haben und so. Bevor es dann mit der Original, also es geht um die Vergangenheit im zweiten Buch. Bis es dann aber weitergeht in der Gegenwart, muss man basically warten, also oder warten, bis man das zweite Buch gelesen hat und dann zum dritten Buch kommt. Let me tell you. Es war so manipulativ und ich konnte niemandem mehr vertrauen. Ich war mehr in meinem eigenen Kopf. Ich habe kein mehr irgendein Wort geglaubt und es war... The truth isn't always what it seems. Yes. Huh? Checkt ihr, was ich meine? Es war so unglaublich verrückt und diese gesamte Reihe ist für mich wirklich eine komplette 5 von 5. Es war unglaublich. Es war wirklich ein komplett anderes Level von Dark Romance für mich. Und das war's doch schon, Freunde. Das waren jetzt 3 Teile meiner englischen Dark Romance Bücher. Und das sind auch alles, wirklich die ganzen englischen Dark Romance Bücher, die ich bis jetzt besitze, Freunde. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt so basically weiterführen soll. Soll ich jetzt einfach monatlich eventuell Videos machen mit welche Bücher diesen Monat bei mir eingezogen sind? Ich meine, ich glaube, das wäre ganz cool, wenn man wirklich am Ende des Monats mal so ein komplettes Video hier macht mit all den Büchern, die in dem Monat eingezogen sind. Vielleicht wäre das ganz cool. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Idee findet und eventuell auch weitere Videoideen, Videowünsche. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns hoffentlich auch schon nächsten Sonntag. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten und I love you!